Hallo Freunde, ich grüße euch zum dynamischen Dienstag. Ich habe euch heute eine Partie von Wilhelm Steinitz mitgebracht. Ja, dem Begründer, also erstmal den ersten offiziellen Schachweltmeister und dem natürlich auch dem Mitbegründer so des modernen Positionsspiels. Aber dass Steinitz auch taktisch was drauf hatte, wissen wir, glaube ich, nicht zuletzt durch seine weltberühmte Partie gegen von Badeleben. Und wir schauen uns mal diese Partie gegen Mongredian aus dem Jahre 1862 an. Also schon eine ältere Partie, ja? Aber wenn sie gut ist, dann ist sie halt gut. Wir folgen Steinitz mit den weißen Steinen und es kommt die skandinavische Verteidigung aufs Brett. Und dann wollen wir mal schauen, wie Steinitz das vor 160 Jahren gespielt hat. Genommen, das war glaube ich auch Dame D5, C3, Dame D8. Das ist ja heute auch wieder so neu modern in Anführungsstrichen. Und Weiß spielt D4. Absolut Zentrum setzen, alles in Ordnung. Auch hier wollen wir jetzt nicht zu sehr auf die Theorie von heute eingehen. Ja, denkt immer dran, die Partie ist 160 Jahre alt. Ich habe hier mal mit den grünen Pfeilen so die meistgespielten Aufbauten für Schwarz hier eingezeichnet. Auch der Zug E6 wird zumindest auf Lichess häufig gespielt. Ist auch laut Engine alles in Ordnung. Ne? Sieht natürlich etwas passiv aus, weil der Läufer eingesperrt ist. Dann muss der Läufer halt hier eben über B7 zum Beispiel entwickelt werden. F3, wir entwickeln eine Figur, macht Schwarz auch den Läufer auf sein natürliches Feld. Warum ist D3 jetzt das natürliche Feld? Weil C4, dann würde der Bauer, der Läufer jetzt schon gegen diesen Bauernwall hier schauen. Und dann ist das zumindest im Angriffssinne noch nicht optimal. Also Läufer D3 und Schwarz spielt Läufer E7. Grundsätzlich sollte Schwarz vielleicht irgendwann, zumindest wäre das eine Option, irgendwann mal mit C7, C5 hier antworten, ja, um einen Gegenschlag im Zentrum zu landen. Wir wissen ja auch nicht zuletzt aufgrund dieser Partie mit dem C6, E6 ja, gegen die Kaukan-Bauernstruktur, dass das manchmal, wenn man nicht zu C5 kommt, dann irgendwie doch passiv werden kann. Hier an dieser Stelle geht C5 zum Beispiel, ja, dann würde es zum Beispiel hier so weitergehen können. Man nimmt hier im Regelfall raus und entwickelt damit zwar den Läufer hier mit einem Schlag, ja, aber dafür bleibt der Springer hier auf F3 stehen und macht die Rochade und spielt ganz normal die Puppen raus. Und die Dame nach E2, Turm AD1. Ist nicht viel, ja, und vielleicht ein kleiner Vorteil, zumindest laut Engine, weil im Großen und Ganzen sollte das für uns ungefähr ausgeglichen sein. Hier in dieser Partie hat Schwarz Läufer E7 gespielt. Etwas passiv, aber vielleicht kommt er ja gleich noch zu C5. Weiß rochiert und Schwarz rochiert. So ganz klassisch. Ja? Figuren raus, König rochieren. So. Jetzt kommt Steinitz um die Ecke und sagt, jetzt spiele ich mal Läufer E3. Und auf einmal sehen wir, der Zug C5 ist so ein bisschen erschwert, weil der Bauer einfach weg wäre. Ja, man könnte dann den Läufer wieder jagen und so weiter. Ist alles theoretisch möglich. Aber Schwarz dachte sich, bevor ich C5 spiele, entwickle ich erstmal meinen Läufer nach B7, ja, und den Springer nach D7. Damit unterstütze ich dann ja auch C5 und dann wird schon irgendwie gehen. Und das ist auch laut Engine völlig in Ordnung. Ja? Und jetzt müssen wir mal überlegen, jetzt hat Weiß sich zu Ende entwickelt. Ja? Braucht ja im Grunde nur noch irgendwie die Dame irgendwo wegziehen, damit die Türme verbunden sind. Also im Grunde ist die Öffnung so mehr oder weniger abgeschlossen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie geht's weiter? Ja, welchen Plan baue ich, welche Figur, wohin und mit welcher Idee? Und hier hat sich Steinitz gedacht, ja, komm, wir spielen mal was Dynamischeres. Er hat den Springer nach E5 gestellt. Okay. Auf B7. Und F2, F4. Das kennt man so ein bisschen aus diesen Stonewall-Aufbauten. Dass jetzt eventuell mal der Turm über F3 nach H3, ja, oder vielleicht auch die Dame hier irgendwie. Und dann, dass man mit den beiden Läufern hier schon versucht, einen Angriff aufzubauen. Hier sieht es ein bisschen riskanter aus, weil der Läufer ja noch frei ist. Ja, dass der Turm zum Beispiel gleich nach F3 kann. Ja, und das Feld D5 liegt in den schwarzen Händen. Schwarz entwickelt sich weiter, okay. Dame E2 verbindet die Türme. Und Schwarz spielt Springer D5. Und jetzt dachte ja, ne, würde hier vielleicht die Bauernstruktur, naja, gut, ist vielleicht nicht so schlimm, ja, aber diesen Läufer raustauschen, das will man, glaube ich, nicht.
dann würde Schwarz vielleicht doch zu C5 kommen, ja, und dann könnte es hier auf dieser langen Diagonale vielleicht doch Probleme geben. Deswegen hat Weiß dann hier auf D5 rausgeschlagen, damit da nichts passiert. Und jetzt würden wahrscheinlich, naja, 99% aller Spieler hier mit ihrem Läufer zurückschlagen, ja, damit eben dieser Läufer hier frei bleibt und dann mit C5 irgendwie weiterspielen. Warum auch immer, der Gegner hat hier mit dem E-Bauern geschlagen. Damit so den Läufer B7 so ein bisschen eingesperrt und damit vor allem auch die Wirkung auf das Feld F3 aufgegeben, mehr oder weniger. Vielleicht dachte er, er könnte hier mit Turm E8 spielen, ja, auf der E-Linie dann mal mit E6 eine Festung, vielleicht hier irgendwas gegen die beiden Figuren machen, wer weiß. E mal D war aber in der Tat eine kleine Ungenauigkeit und was jetzt kommt, kann man sich, glaube ich, denken, denn jetzt ist dieses Feld frei für den Turm und damit steigt auf einmal die Dynamik in der Stellung. Ja? Der Weiß holt den Turm zum Angriff und dann stehen ja alle Figuren schon ja, am König quasi. Ne? F7, F5 wurde deswegen gespielt. Der Zug ist grundsätzlich nicht verkehrt, denn er blockt natürlich diesen Läufer hier raus. Ne? Mit dem Angriff auf den H7. Ja, kann man machen, ist okay. Weiß spielt wieder Turm H3, möchte mit der Dame nach H5 kommen und Schwarz spielt G7, G6. Er könnte hier auch mit Springer F6 spielen, um den H5, also das Feld H5 abzudecken. Das Problem ist natürlich, dass der F5 dann auf einmal weg wäre. Das wäre aber sehr, sehr unangenehm, weil dann würde auf einmal schon, jetzt nehmen wir mal beispielhaft, Läufer E6 drohen und nicht das Schach, sondern das Schach. Das wäre nämlich matt. Also ihr seht ja, das kann schnell zu Ende gehen. Deswegen ging Springer F6 hier nicht. Und jetzt muss ich irgendwie Dame H5 verhindern. Deswegen kam E6. So, jetzt scheint ja dieser Läufer hier auf D3 wirklich auf Granit zu beißen. Und hier gibt es einen typischen Hebel für Weiß. Und um einfach diese Bauernkette hier vielleicht anzuweichen und damit diesen Läufer wieder mehr mitspielen zu lassen. Er ist natürlich zweischneidig, keine Frage, denn der Zug G2, G4 öffnet natürlich auch immer so ein bisschen den eigenen König. Wobei hier jetzt in der konkreten Stellung wahrscheinlich Schwarz einfach nicht genügend Figuren in der Nähe unseres Königs hat, ja, und auch nicht in unser Lager reinbekommt. Wir möchten natürlich grundsätzlich vielleicht mal hier auf F5 schlagen, mit dem König zur Seite gehen und dann den Turm nach G1 spielen auf dieser G-Linie. Und dann hätten wir alle Figuren im Angriff. Das Feld H5 wäre dann wahrscheinlich wieder frei für die Dame. Und dann mal schauen, was so geht. Ja, bei diesen dynamischen Möglichkeiten kann man ja auch nicht großartig immer alles bis zum Ende rechnen. Da muss man auch so ein bisschen Gespür haben und einfach erstmal sagen, komm, es geht vorwärts, ja, ein bisschen Aktivität erhöhen und dann mal schauen, was geht. Schwarz hat hier auf G4 geschlagen, weil er dachte, okay, wenn Weiß, also wenn ich jetzt nichts mache, und wenn Weiß hier auf F5 schlägt, ist der F5 vielleicht mal eine Schwäche. Ja, oder wenn die G-Linie aufgeht. Ja, irgendwie fühlte sich der Schwarz da scheinbar unwohl. Und das ist natürlich auch so ein Faktor, der in der praktischen Partie ganz wichtig ist. Nämlich angreifen ist immer einfacher als verteidigen. Und Schwarz hat hier gesagt, komm, dann nehme ich auf G4. Der Läufer ist zwar so ein bisschen jetzt wieder aktiviert, aber ich habe ja hier ein Tempo auf den Turm. Ja, und wenn der Turm jetzt hier wegzieht, dann könnte ich zum Beispiel hier schlagen auf E5, wieder mit Tempo. Und wenn der schlägt, dann möchte ich Läufer C8 spielen und einen Spieß. Und dann gewinne ich am Ende diesen Turm und dann ist der Angriff beendet und dann gewinne ich mit Schwarz. Das war so der Plan. Und deswegen hat er natürlich auch diesen Läufer geöffnet. Aber Steinitz hat das natürlich gesehen und hat hier einen anderen Plan und auch einen sehr, sehr starken. Hier könnt ihr mal reinschauen, ob ihr schon Ideen habt. Und etwas sehr, sehr Dynamisches. Und zwar, boom, schlägt H7, ein schönes Opfer. Damit wird die Königsstellung quasi hier von Schwarz komplett zerstört. Er hat ja Bauernschutz vor dem König. Er könnte jetzt hier schlagen. Er hat jetzt in der Partie auch erst noch hier einmal zwischengetauscht. Okay,
Wir schauen mal, was passiert, wenn er jetzt hier sofort nimmt. Ideen sind ähnlich. Ja, jederzeit, wenn er hier rausnimmt, kommen wir zur Partiestellung. Ansonsten ist natürlich jetzt hier der E6 schon angegriffen, vor allem mit dem Springer auch nochmal. Also schon fast nicht zu verteidigen. Und wenn Springer F6 käme, nur als Beispiel, Dame G6, König H8 und jetzt folgt König H1. Und jetzt ist total spannend, was Schwarz überhaupt spielen möchte. Denn der Turm kann zum Beispiel nie zur Seite ziehen, weil dann Springer F7 matt droht. Und so natürlich auch Dame H6. Es droht vor allem aber auch noch den Turm über G1, zum Beispiel über G3 nach H3. Ne? Als Beispiel. Oder über G5 nach H5. Und ja, der König ist einfach zu offen. Und das ist einer der Komponenten, die kann man nie so richtig hundertprozentig berechnen. Die muss man so ein bisschen fühlen und auch durch Erfahrungen und Praxis einfach mal probieren, ja, dass man sagt, so ein offener König, da ergibt sich oft genug von alleine irgendwas. Gerade wenn ich so viele Figuren hier irgendwie im Spiel habe. Alles klar. Deswegen nach Turm H7 hat Schwarz hier erstmal den Springer getauscht. Dann ist der G6 schon mal nicht angegriffen. Okay. F schlägt E. Zum Preis dafür, dass eine Figur getauscht wurde, ist jetzt dieser Läufer wieder so ein bisschen offener. Wir schauen mal. Jetzt muss der ja irgendwann geschlagen werden. Hilft ja nichts. Und Dame schlägt G4. Und jetzt sehen wir, jetzt hängt der G6. Ja, was tun, sprach Zeus. Turm G8 kam in der Partie. Im Grunde die einzige Alternative wäre natürlich so ein Zug wie Dame E8. Aber dann kommen ähnliche Stellungsbilder wie in der Partie raus. Und das Motiv, wie es jetzt hier weitergeht, das liegt hier in diesem Läufer D3. Ja, in dieser Diagonale. Und dass dieser Bauer hier gefesselt ist und das Feld H5 gar nicht kontrolliert. Und dadurch kommen wir mit unserer Dame noch weiter nach vorne, ja, geben Schach und kommen hier mit der Dame nach H6 rein und können hier Schach. Wenn der König jetzt auf die F-Linie geht, dann kriegen wir vielleicht den nächsten Turm dabei, ja, und so weiter und so fort. Bitte nicht auf G6 schlagen. Das ist natürlich, ja, allein schon, weil hier der eigene König steht und die Dame, und hier steht schon ein Turm, ja. Es macht natürlich keinen Sinn, dann drauf zu hoffen. Also nach König H8 ist einfach die Partie verloren. Macht natürlich keinen Sinn, darauf zu hoffen, dass der König vielleicht hier hingeht, damit man hier selber noch wieder auf Schach und so weiter gehen kann. Macht natürlich keinen Sinn. Deswegen Dame H6 Schach. Der König muss auf die F-Linie. Hier gibt es sicherlich einige verschiedene Ideen. Ja, der Turm kann hier mit Schach kommen. Die Dame kann hier Schach geben. Der Bauer könnte mal Schach geben. Muss man so ein bisschen rechnen. Hier in der Partie folgte Dame H7, König E6 und Dame H3 Schach. Damit der König eben nicht nach D7 flieht, ja, dann wäre er hier in Sicherheit, so halbwegs zumindest. Ja. Und jetzt muss er wieder zurück auf die F-Linie. Und das bedeutet, wir kriegen eine weitere Figur mit Tempo dazu. Und Tempo ist immer sehr, sehr gut. Ja, deswegen Turm F1, ein sehr menschlicher, natürlicher Zug. Die heutige Engine hätte jetzt hier gesagt, komm, E6 ist sogar noch besser, weil zum Beispiel auf Züge wie König E8 Dame H7 folgt und jetzt hängt der Turm, das droht Läufer G6, der Bauer nimmt ja das Fluchtfeld hier weg. Ja? Das wäre schon eine gute Idee. Auf König H6 folgt, ups, nicht Dame, sondern Läufer H6. Und jetzt sind hier auch noch Wege abgeschnitten, ja. Und dann wird es hier zu einer, zum Beispiel zu einem Mattbild gleich kommen. Ne? Kommen können. Ja, so ist wahrscheinlich. Genau, so war matt. So, ne? Das ist matt. Genau, jetzt haben wir nämlich das Feld abgedeckt und das Feld und das Feld und genau, sowas. Also, ihr seht, E6 würde auch schon zum Gewinn führen. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Figuren. Im Grunde im Angriff. Wie viel Verteidiger hat Schwarz? Den Turm so ein bisschen, okay. Ja, beim Läufer geht schon los, weil der sich auf den weißen Feldern zum Beispiel gar nicht wehren kann. Und jetzt muss man überlegen, ich habe zwar was geopfert, klar, aber ich habe erstmal, die Figuren spielen ja auch noch nicht richtig wirklich mit.
Natürlich darf ich jetzt nicht zu viel Zeit verlieren, damit der Läufer hier nicht an der Verteidigung teilnimmt. Das ist klar. Aber grundsätzlich habe ich 5 Angreifer gegen den König bei einem Verteidiger. Und bei so einer großen Überzahl, ja, dann sagt man sich, das wird schon irgendwie gehen. Solche Techniken und Abzählen und so weiter habe ich zum Beispiel auch aus dem Buch Angriff. Wie hieß denn das? Von Rauchadeangriff, so hieß das. Von Vucjukevich oder so. Kann ich nicht aussprechen. Aber das habe ich als Jugendlicher gelesen, ja, und da waren auch solche Kommentare drin. Und die hat man sich natürlich irgendwann gemerkt. Und die helfen natürlich gerade fürs Blitzen, so als Anhaltspunkt. In der Partie folgte aber Turm F1, was ja auch aus menschlicher Sicht auch völlig in Ordnung ist. Und der König geht nach E8, die Dame nach E6. So, und schon sehen wir wieder, das Feld ist abgeschnitten, es hängt der Turm, es droht Läufer G6. Alles nicht mehr so einfach. Ne? Turm G7 kam noch. Und jetzt Läufer G5, jetzt ist der hier auch noch gefesselt. Und dieser Läufer hat hier gleich noch eine Bewandtnis. Schauen wir mal. Also die Stellung ist hier, glaube ich, schon jenseits von Gut und Böse. Ja, auch die Engine ist schon völlig begeistert von Weiß. Verständlich. Es kam König D7, damit der König hier vielleicht noch ein bisschen mal fliehen kann. Ja, und wir müssen natürlich immer noch ein, zwei genauer machen, respektive die Guten finden. Läufer G6. Schach. Okay. Turm schlecht G6. Warum geht König D8 nicht? Und dann sehen wir, dass dieser Läufer hier seine Bewandtnis hatte. Ja, dass dieser Läufer auf F8 jetzt ja gar nicht das Feld F8 kontrolliert, weil der Läufer ja gefesselt ist. Ich könnte hier Turm E8 spielen. Ja, und jetzt kann nur noch ein Zug und dann ist matt. Und ja, und nach dem Schlagen kommt aber auch Dame G6. Jetzt kann der König gar nicht mehr, ja, muss dahin. Und dann folgt eben tatsächlich wieder Turm F8 mit dieser Fesselung hier. Und nach Dame E8. Dame E8. Matt. Ja, Wilhelm Steinitz kann auch anders als positionell. Und wir haben gesehen, diese eine kleine Ungenauigkeit. Wir schauen mal eben hier. D4 Hebel, wunderbar. Also zum einen dieses E mal D vielleicht ungenau, aber dann dieses Öffnen. Ja. Und so ein, zwei Ungenauigkeiten. Ja. Und dann ist bei einer solchen Übermacht an Figuren, dann wird es bereits schwer. Von daher, gut gespielt von Wilhelm Steinitz. Und damit sind wir durch für heute. Ich sage, besten Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns zur nächsten Partie. Macht's gut, Freunde.